Ihr habt uns gefragt, was hilft gegen Pickel? Du kennst es bestimmt auch. Du liegst abends im Bett, träumst schon vom nächsten Tag, weil du bestimmt ein schönes Date haben wirst und denkst so, oh mein Gott, eine Spannung? Ist es ein Pickel? Sicherlich nicht. Am nächsten Morgen im Bad stehst du vorm Spiegel und denkst nur, oh nein, oh mein Gott, nicht jetzt, mitten im Gesicht, ein Pickel. Dabei geht es dir noch gut. Es gibt Menschen, die haben das nicht nur im ganzen Gesicht, sondern auch am ganzen Körper. Akne, überall. Aber damit ist jetzt Schluss, weil wir sagen es den Pickeln und der Akne den Kampf an und haben jetzt für euch die besten Mittelchen aufgelistet, die bei den meisten Menschen gut geholfen haben. Und starten wir einfach mal. Vielleicht ein kleines kurzes Vorwort. Deine Haut ist dein größtes Körperteil und ist unter anderem auch ein Spiegelbild von deiner, vom Innerlichen sozusagen. Also nicht nur körperlich, sondern auch seelisch. Also sprich, wenn es dir körperlich oder seelisch nicht gut geht, zeigt das deine Haut auf Garantie. Es gibt da draußen jede Menge Mittelchen gegen Pickel. Doch welche helfen wirklich? Zu 100% kann man das nicht sagen, das ist das Geheimprozent 100%, weil jeder Körper ja individuell ist. Aber nach meinen Erfahrungen habe ich hier unterhalb vom Video die besten Mittelchen gegen Pickel aufgeschrieben und hoffe, dass sie euch helfen. Das erste Mittelchen, was ich empfehlen kann, ist Zinksalbe. Zinksalbe kann man auch tagsüber auf die Haut auftragen oder nachts und hat die Wirkung, dass sie den Pickel austrocknet. Wenn du empfindliche und unreine Haut hast, ist auf jeden Fall Teebaumöl zu empfehlen. Damit auch einfach die betroffenen Körperstellen einreiben oder auch als Waschlotion benutzen. Das tut die Haut erstmal sensibilisieren und sehr gut reinigen und auch gleichzeitig desinfizieren. Wenn du Pickelchen hast, dann ist es auch meistens ein Zeichen dafür, dass deine Haut einen Vitaminmangel/Mineralienmangel hat, um mit der Außenwelt zurechtzukommen. Sprich, wenn du es nicht hast, mit deiner Ernährung deinen Vitaminhaushalt auf einen grünen Bereich zu halten, dann solltest du auf jeden Fall nachhelfen mit Nahrungsergänzungsmitteln, um deiner Haut die Stoffe zu geben, um mit der Außenwelt zurechtzukommen, weil deine Haut ist wirklich sekündlich im Kampf mit der Außenwelt. Man merkt es zwar nicht, aber es ist wirklich so. Und was man da auf jeden Fall empfehlen kann, ist Vitamin A und Vitamin B. Und auch nicht zu vergessen Vitamin E. Vor einiger Zeit hatte ich auch ein sehr schönes Mittelchen von meiner Oma genannt bekommen. Das ist, das muss ich genau ablesen, Buchshornklee. Buchshornklee wächst draußen auf der Wiese. Aber das Problem ist dabei, A, es gibt zig verschiedene Kleesorten, also man muss erstmal genau herausfinden, welche Sorte welche ist. Und man muss sich natürlich die Zeit nehmen, um den Buchshornklee zu sammeln und zu verarbeiten. Und da war es mir selber ein bisschen zu aufwendig, jetzt rauszugehen, vor allem im Winter. Also im Winter gibt das gar nicht. Und da habe ich mir was einfallen lassen und da habe ich Buchshornklee-Kapseln gefunden, also sprich die Kapseln waren mit gemahlenen Buchshornklee befüllt und diese Kapseln habe ich einfach aufgemacht und dieses Pulver mit ein bisschen Wasser vermengt als Creme sozusagen und diese Creme habe ich dann einfach über Nacht auf den Pickel oder ins Gesicht aufgetragen und das hat auch wirklich Wunder verholfen und nach kurzer Zeit hat sich die Haut wirklich richtig weich und elastisch angefühlt und sie war richtig rein und ja, fast keine Pickel mehr. Vorhin eben hatte ich es ja schon angesprochen, dass deine Haut dein größtes Organ ist. Und das Organ hat unter anderem die Aufgabe, deine ganzen Schadstoffe, die du oft einnimmst sozusagen, wieder auszuscheiden. Also sprich, das sind dann die Fettdrüsen und sonstiges. Also Schadstoffe, die nicht in den Körper gehören. Und um da deinen Körper zu unterstützen, ist es auf jeden Fall zu empfehlen, ruhig zweimal pro Woche ein Bittersalzbad zu nehmen. Bittersalz tut quasi deiner Haut die ganzen
Säuren und Schlacke entziehen, dass sie quasi wieder atmen kann. Und logischerweise hast du dadurch dann auch weniger Probleme mit der Haut und Pickelchen. Wenn du keine Zeit hast für ein Bad, kannst du auch dieses Bittersalz nehmen und quasi auf den betroffenen Stellen auftragen. Hat auch eine wunderbare Wirkung und du musst dich jetzt nicht für 20 Minuten in die Badewanne legen. Für frühesten Abends kann ich dir auf jeden Fall Rosenwasser empfehlen. Aber nicht nur Rosenwasser, sondern Rosenwasser mit Zitronensaft vermengt und damit ordentlich dein Gesicht abwaschen. Und das hat die Wirkung, durch die Zitronensäure wird diese kleinen Poren richtig tief gereinigt. Und das Rosenwasser ist dazu da, um auch gleichzeitig eine simplisierende Wirkung auf die Haut zu geben und desinfiziert auch gleichzeitig nochmal zusätzlich. Ist auch ein sehr schönes Mittel und Rosenwasser, das kostet überhaupt nicht viel und die ganzen Mittelchen, die ich bis jetzt aufgezählt habe, wie gesagt, bekommt man immer kostenlos in der Natur oder wirklich für ein paar Euro, also nicht der Rede wert. Dann habe ich auch noch was Lustiges. Ein Freund von mir fing mal an, ja, ich würde einfach mal sagen, einfach mal abwarten und Tee trinken. Wieso? Wie meint er das? Brennnesseltee. Brennnesseltee ist eigentlich ein Allround-Talent. Schrägstrich, natürlich Brennnesseltee ruhig trinken. Es tut auch innerlich die ganzen Schlacken und Säuren binden und ausscheiden. Und Brennnessel hat auch noch viele andere wertvolle Inhaltsstoffe. Aber man kann auch mit Brennnesseltee auch wiederum die äußerliche Behandlung machen. Funktioniert auch wunderbar. Welche Mittelchen von den ganzen Tipps, die ich euch hier gebe, bei euch wirklich wirken, das müsst ihr leider für euch wirklich selber rausfinden, weil wie gesagt, es gibt nicht diesen heiligen Gral, das hilft auf Garantie bei dir. Somit ist sogar empfehlen, die ganzen Mittelchen, die ich euch jetzt hier empfehle, miteinander zu kombinieren, weil dann habt ihr die Superkeule für die Pickel und macht den Pickeln wirklich den Gar aus, dass ihr, wenn ihr diese Sachen miteinander kombiniert, nach 2-3 Wochen hoffentlich keine Probleme habt. Was zum Beispiel auch sehr gut bei meiner Freundin funktioniert hat, war Kieselerde. Kieselerde, oder besser erklärt, sie hat sich die Kieselerde abends aufs Gesicht als Gesichtsmaske gemacht und den nächsten Morgen abgewaschen. Und das war fast wie ein Wunder, die Haut war wie neu geboren. Und die Kieselerde tut quasi auch wieder die Schlacken und die Säuren aus der Haut ziehen und gibt aber auch gleichzeitig Mineralien und ich glaube auch Vitamine sind drin, aber ich glaube eher durch die Mineralien der Haut was zurück und es wirkt auch, das muss ich ablesen, alkalisierend. Und man merkt es, man spürt es, die Haut war richtig weich wie bei einem Baby, kann man fast sagen. Und man hat auch sofort gesehen, dass die Poren viel kleiner geworden sind, was ja auch wichtig ist. Weil wenn die Poren groß sind, kommt viel Scheiße rein, auf das gesagt. Und ja, ist auf jeden Fall zu empfehlen, abends sich damit eine Gesichtsmaske zu machen, einmal, zweimal pro Woche. Und das Gute ist, diese Kieselerde kann man auch mehrfach verwenden für andere Mittelchen. Aber dazu später. Ja. Aber leider gibt es doch auch die richtig hartnäckigen Fälle oder die Leute, die wirklich richtige Probleme damit haben. Und da ist auf jeden Fall zu empfehlen, was es eigentlich überall in jeder Apotheke oder Online-Apotheke gibt, die Anti-Pickel-Stifte. Die haben die Wirkstoffe, die ich eigentlich vorhin auch aufgezählt habe, bloß in konzentrierter Art und Weise in diesen Stiften drin als Flüssigkeit. Und die tragt ihr einfach abends oder auch tagsüber auf. Und damit habt ihr dann wirklich richtig schnelle Power, um den Pickel wirklich zu eliminieren. Was auch so schöne kleine Wundermittelchen sind, sind die Anti-Pickel-Cremes. Davon habe ich in der Beschreibung 3 schöne Cremes aufgeschrieben, die wirklich richtig gut helfen. Bloß da ist wieder herauszufinden, welche von den 3 wirken bei euch am besten. Aber nach meiner Erfahrung sind die 3 Cremes mit einer der wirksamsten. Und nicht nur ich habe das rausgefunden, sondern ich habe auch vorher wirklich auch ein paar Bekannte und Freunde gefragt,
damit ich euch jetzt nicht hier Cremes aufschreibe, 10, 20 Stück oder so wirklich. Ich habe es schon eingegrenzt in den drei Anti-Pickel-Cremes, wo ihr wirklich sicher sein könnt, die helfen euch. Nachdem ihr es geschafft habt, eure Gesichtshaut pickelfrei zu machen oder fast pickelfrei zu machen, ist natürlich auch sofort dran zu denken, auch diesen Zustand zu halten oder schrägstrich sowas wie Pickelnarben auch sofort weiter zu behandeln, damit diese zurückgehen und verschwinden. Und dafür gibt es auch wieder ein paar Mittelchen, aber ich habe euch nur eins jetzt mal rausgesucht, wo ich davon überzeugt bin, dass es wirklich langfristig eine gute Wirkung zeigt und diese Creme, die wirklich hilft, eure Haut wieder zu regenerieren, habe ich auch unten mit reingeschrieben und schaut es euch einfach mal an. Und das Schöne ist, das kann man auch wiederum kombinieren mit den anderen Produkten, um wirklich ein punktgenaues Ergebnis zu erzielen. Punktgenau ist aber auch lustig, ne? Hoffentlich nicht mehr punktgenau. Ach ja, was ich auch beinahe noch vergessen hatte, zur Nachbehandlung deiner Haut, dass sie wirklich dann auch auf einen schönen grünen Level gehalten wird, ist Heilerde. Heilerde hat mehrere Vorteile und im Endeffekt tut sie auch wieder reinigen und deiner Haut eine gute Unterstützung geben. Und ich habe es jetzt nochmal mit aufgeführt, weil Heilerde auch wieder ein Punkt ist, den ich dir empfehle, einfach mal auszuprobieren, weil A, Heilerde überhaupt nicht viel kostet und Heilerde sollte man auf jeden Fall zu Hause haben, weil man kann das nicht nur für die äußerliche Anwendung nutzen, sondern auch für die innerliche Anwendung und vieles mehr. Aber dazu kommt ein extra Video noch. Fast jeder da draußen hat mittlerweile seine eigenen Mittelchen herausgefunden, die für einen selber helfen. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, und nicht nur ich, sondern auch die anderen Zuschauer und Leser, wenn ihr diese Erfahrung unten mit der Kommentarfunktion mitteilen würdet, dass wirklich wir hier einen Artikel schaffen, der rundum für alle hilfreich ist und dann wirklich keiner mehr diese Probleme hat mit den ganzen Pickelchen und Aknezeug, was ja eigentlich kein Mensch braucht, aber leider gibt es das ja. Und ja, somit tut es unten bitte mit posten. Wir haben uns wirklich sehr viel Mühe gegeben, diesen Artikel hier zu verfassen und die anderen werden es euch auf jeden Fall auch danken. Und gleichzeitig würde ich mich auf jeden Fall über ein Like freuen. Und ich hoffe, ihr habt bald keine Pickelprobleme mehr.